Herzlich willkommen, liebe Hilde, zu diesem Change Your Life Talk. Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und ich habe so dich auch verfolgt, mit deiner Gruppe auch verfolgt, mit dem, was du so machst. Und bei dir hat sich unglaublich viel in deinem Leben verändert, verwandelt. Erzähl doch mal ganz kurz, wo kommst du her? Wer bist du so privat ein bisschen? Und wie kamst du zu dem, was du heute machst? Ja, hallo, liebe Amata. Freut mich sehr, heute bei dir zu sein im Interview. Das ist alles ein bisschen neu für mich, aber voll okay. Ja, wo komme ich her? Also mein Name ist Hilde Oster, wie gesagt. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder. War lange Zeit als Erzieherin tätig und dann, wie das Leben so spielt, habe ich einfach, ja, mein Leben hat sich, ist einfach in eine andere Richtung gegangen. Habe gesundheitliche Probleme bekommen und habe dann einfach die Richtung total gewechselt. Also geboren bin ich in Rumänien, in einem, also in einem kleinen Ort, okay, in einem deutschen Ort, wo lauter Deutsche waren. Und bin dann mit 16, bin ich hier mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen, ja. Also so, das war so der Start. Dann Erzieherin gelernt und ja, einfach so mein Leben hier genossen eigentlich, ja. Und als Erzieherin ist es ja eine total schöne Aufgabe, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es nicht mehr so stimmig ist. Oder was war es bei dir, warum du dein Leben dann verändert hast? Also natürlich, Erzieherin war es so, ich weiß noch damals, ich bin zur Berufsberatung gegangen, weil ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Ich komme hierher, alles neu, alles fremd. Und der Berufsberater hat zu mir gesagt, ja, Erzieherin ist im Moment ganz gut, das könnte ich mir mal angucken. Genauso habe ich es gemacht, habe dann ein Vorpraktikum gemacht und fand es eigentlich so nicht schlecht. Habe dann angefangen Ausbildung und mein Beruf hat mir eigentlich auch wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Weil man einfach so, also ich habe die Freiheit gehabt, einfach mein, das auszuleben, was ich gern wollte. Ja. Ich konnte mit den Kindern machen, was ich wollte. Ich konnte in den Garten gehen, wenn ich wollte, wenn ihr die Themen, was die Kinder interessieren. Also ich war relativ frei. War auch in mehrere Kindergärten, habe da viel mitgekriegt. Und ja, so nach meinen Kindern bin ich eigentlich so an einer Stelle hängen geblieben. Und da habe ich so Sprachförderung gemacht für ausländische Kinder. Es war auch ganz toll, weil ich da auch immer noch relativ frei war. Aber dann hat unser Kindergarten, den ich dann geschafft habe, das Sprachprojekt ist dann beendet worden. Und dann bin ich einfach in die Gruppe reingekommen. Und da ist so ein Projekt übernommen worden. Und es wurde immer mehr eigentlich so verändert. Also Veränderung mag ich eigentlich schon. Ich bin wirklich ein Typ, wo gern verändert oder selber auch an mir verändert. Aber das ging eher in die andere Richtung. Das heißt, es wurde so viel Schreibkram war dabei. Es war Beobachtungen, wo ich nicht so sinnvoll fand. Und auch der Tagesablauf ist so richtig strukturiert worden. Das heißt, für mich, ich habe mich total eingeengt gefühlt. Und alles, was mein Beruf eigentlich toll war oder was er Tolles beinhaltet hatte, war auf einmal nicht mehr da. Ja? Also das war ein Riesenfaktor in meinem Leben. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, ich nehme das jetzt einfach hin. Ich habe nur halbwegs geschafft. Ich gehe dahin, mache mir eigentlich, die Zeit wird vergehen und dann gehe ich heim und alles gut. Also ich wollte wirklich so einreden. Ich mache meinen Job hier, gehe nach Hause und aber das hat nicht funktioniert. Ja, auf lange Sicht auf jeden Fall nicht. Es kamen einfach gesundheitliche Themen hoch. Also das ist ja schon spannend, gell? Das war im Grunde lange Zeit ist etwas passend und stimmig. Ich bin ja auch vom Grundberuf Erzieherin. Ich war auch im Kindergarten tätig und durfte damals, das ist ja schon einige Jahre her, hatte ich das Glück, dass ich eine Einrichtung leiten durfte, eine Sexgruppe, wo wir sehr, sehr offen arbeiten konnten. Ja, also die Kinder konnten überall sein, im Garten, im Turnraum, überall. Wir haben ein sehr offenes Konzept gearbeitet. Aber das, was du sagst, was ja in vielen Bereichen Einzug hält, dieses Dokumentieren und Beobachten und Schreiben, sind viele Dinge, die so einengend dann sind. Und das ist vielleicht das Gute dran, dass es einengt, weil man dann selber spürt und merkt, oh, irgendwie ist nur mal das, was ich eigentlich wollte, was mir wirklich wichtig ist. Und, ja. Also das Projekt, was da übernommen wurde, ist schon so, das hat mir eigentlich schon im Grunde, die Grundstruktur war gut. Aber es wurde alles übernommen. Also so ist es auf uns aufgestülpt worden und es hat einfach nicht gepasst, weil viele ausländische Kinder waren. Also ich hätte gerne meine eigenen Sachen da reingebracht. Ja. Also ich glaube, das ist so, wenn man spürt, es passt nicht mehr,
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man das einfach so, wie du vorher sagst, so, ja, vielleicht im ersten Moment so erstmal niederdrückt und sagt, naja, ich gehe halt zur Arbeit und gehe dann heim. Aber irgendwann merkt man ja, ich meine, das Leben ist so kurz, ja. Also da sollten wir auch die Zeit, die wir arbeiten, so verbringen, dass uns das, was wir tun, wirklich Spaß und Freude macht. Ja, was war dann so der Punkt? Wie kamst du zu dem, was du heute machst, Hilde? Also wie gesagt, es waren einfach meine gesundheitlichen Probleme, wo aufkamen. Ich merkte einfach, da gehe ich nachher wieder zurück ein bisschen in meine Kindheit, weil ich das erst im Nachhinein realisiert habe, woher das herkommt. Okay. Es war einfach so, meine Kinder waren auch schon groß, also größer aus dem Gröbsten heraus, sagen wir mal so, um 40, wo ich so 40 war, hatte ich meine erste richtige gesundheitliche Herausforderung. Ich war überfordert mit vielem. Wusste gar nicht genau, warum. Es war einfach so gedanklich. Ängste kamen auf. Also genau wusste ich nicht, was es war. Es war auf jeden Fall nicht gut für mich. Ja, ich fühlte mich einfach nicht mehr wohl in meinem Haut. Ich konnte mich nicht mehr beruhigen selber. Ja, okay. So in der richtigen... Ich war dauernd in Action und dauernd in Bewegung und konnte einfach nicht mehr zur Ruhe kommen. Dann habe ich auch so eine 6 Wochen Auszeit genommen, bin in eine Kur gegangen. Und habe da praktisch so für mich schon rausgefunden, was eigentlich das Ganze antreibt. Okay. Ja, ich weiß noch, ich bin da einmal spazieren gelaufen und man kriegt ja so viele, ja, man hat so viele Meetings da und Gespräche und. Und da ist natürlich auch gesagt worden, deine Gedanken gehen in den Körper rein und dein Körper reagiert irgendwann. Und das war für mich so, ja klar. Was denke ich eigentlich die ganze Zeit, ja? Ja. So analysiert, was ich alles denke, und dann denke ich mir, kein Wunder, ich habe zu Hause eine tolle Familie, gesunde Kinder, einen Mann, einen liebevollen. Ja. Ich denke, also alles nur nicht das Richtige. Und wie gesagt, bei dem Spaziergang ist mir das richtig bewusst geworden, ich habe falsche Gedanken. Bin natürlich heimgekommen und angefangen, ja, meine Gedanken zu verändern. Verändern, verändern, verändern. Ja, ich musste mich richtig anstrengen, um da andere Sachen zu denken. Ja, also es ging dann auch besser. Es ging mir besser wieder. Ich habe, also mein Alltag ist wieder eingetreten. Habe natürlich Dinge verändert, also nicht viel verändert. Ja. Es ging mir besser. Wie es so ist, wenn es einem besser geht, da fällt man natürlich wieder in alte Muster. Aber egal in welchem Bereich, gell? Das ist oft, ja. Aber unbewusst, mir war das eigentlich gar nicht bewusst, dass es eigentlich da wieder hingeht, wo ich mal in der Richtung war. Und dann so, wie gesagt, mit 40 war das eine, dann so 6, 7 Jahre später, wieder gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir, ja. Und da war es ein bisschen heftiger, also da kam es echt heftiger, also gedanklich wirklich mehr Ängste. Okay. Und Unterleibsprobleme, Schmerzen kamen dazu. Das war so richtig. Und in dieser Zeit auch, ich habe im Nachhinein dann auch gemerkt, ich habe halt natürlich meinen Kindergarten gehabt. Ich habe außerhalb, wir hatten noch so einen Minijob, wo mein Mann und ich nebenher was gemacht haben. Ich hatte hier mein Haus, ich habe ein relativ großes Haus. Täglich kochen. Also es war irgendwie immer. Und was ich da gemerkt habe, im Nachhinein natürlich, ich war immer schon einen Schritt weiter. Gedanklich. Ich war so gut wie nie im Jetzt, höchstens vielleicht in der Nacht, wenn ich geschlafen habe, aber sonst schon immer, was mache ich jetzt, was kommt nachher, was kommt nachher, was kommt nachher. Das war mein Riesenproblem. Und ich konnte, irgendwann habe ich echt gemerkt, ich konnte nicht mehr denken, was ich wollte. Meine Gedanken haben sich richtig im Kreis gedreht. Die haben einfach gedacht, irgendwas, ja, ich wurde richtig gedacht. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe es dann irgendwann festgestellt, ich kann nicht mehr, wenn ich mich auf das konzentrieren will, kann ich mich nicht mehr richtig konzentrieren. Und da war ich natürlich an so einem Punkt, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich? Also Arzt habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Ich bin nie groß zum Arzt gegangen, weil ich gedacht habe, okay, ich wusste, hier kann ich nichts, was soll ich da machen? Und dann hat es natürlich mit den Ausbildungen angefangen. Ich habe gedacht, ich helfe mir selber. Ich schaue mal ein bisschen dahinter, wie funktioniert mein Körper eigentlich, ja? Erst habe ich angefangen zu lesen viel und dann kam die erste Ausbildung an der Akademie der Naturheilkunde, Fachkraft für holistische Gesundheit. Eine mega Ausbildung, wo ich habe vorher schon immer wieder ein bisschen recherchiert und es kam, ich weiß noch, das ist mal aufgeploppt, ich habe darüber gelesen.
und habe gedacht, ja, das mache ich. Das war sofort mein Instinkt, das mache ich. Habe mir dann eigentlich einen Zeitpunkt ausgesucht, wann ich anfange. Es hat ein paar Monate gedauert und dann habe ich da gestartet. Und es war aber noch, während ich im Kindergarten war. Ja, dann hatte ich alles zur richtigen Zeit irgendwie, gell? Ja. Dann kam halt das noch dazu, das Lernen, obwohl das mir Spaß gemacht hat, war das einfach immer ein Punkt, wo einfach zusätzlich erstmal noch, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall, da ist mir sehr vieles klar geworden. Ich habe gedacht, okay, also wirklich, wie der Körper funktioniert, wie das mit Entspannen, Bewegen, Ernährung und. Ich habe in der Ernährung dann sehr viel umgestellt. Also mein Mann auch, die ganze Familie eigentlich, der hat richtig mitgezogen, war richtig toll. Oh, toll, toll. Und ja, das Gedankliche war natürlich immer noch ein Thema. Ein größerer Faktor. Aber ich wusste, das Gedankliche muss ich halt noch. Das dauert seine Zeit, aber da muss ich dranbleiben. Genau. Dann habe ich die Ausbildung beendet, war eigentlich ganz schön und gut. Und in der Zwischenzeit habe ich auch gekündigt im Kindergarten, weil ich, ja, das hat sich so überspielt ein bisschen, das Ganze. Und bin dann daheim geblieben. Und ich habe mir aber so vorgenommen gehabt, dass ich noch eine andere Ausbildung mache, und zwar Ayurveda. Ayurveda hat mich schon lange interessiert. Die alte indische Heilkunst und das Ayurveda. Ich weiß gar nicht warum, aber das war einfach für mich faszinierend. Und es war auch ein Fernstudium und habe das dann in diesem Jahr, wo ich daheim war, also praktisch gemacht. Ja, war ganz okay, war also ganz tolle Übungen, ganz tolle Infos, ganz tolle Bücher darüber habe ich dann bekommen davon. Und ja, das war so das Zweite. Und die dritte Ausbildung, also ich sage jetzt einfach die drei Sachen, was ich gemacht habe in dem Bereich Ausbildungen. Und es war ein Selbstheilungstechniken. Energetische Übungen, und das war so die herausforderndste eigentlich, auch die schwierigste, weil ich mit dem Bereich eigentlich noch so gut wie nichts zu tun hatte. Also so Verbindung nach oben mit der geistigen Welt war für mich einfach Neuland, wirklich Neuland. Habe mich aber, als ich das gefunden hatte, war auch so der Instinkt, da gehe ich hin, das mache ich auch, das möchte ich einfach erleben, was da alles möglich ist, weil wir sind eigentlich nur was zu sehen, was wir sehen, glauben wir, und alles andere ist noch so ein bisschen, glaubt man nicht. Und ist halt doch Realität. Ja, genau. Das ist so. Ja. Jetzt hast du ganz viele Ausbildungen gemacht. Wann kam so dieser Schritt in die Selbstständigkeit, wo du dann gesagt hast, so, und jetzt mache ich mit dem, was ich jetzt gelernt habe, jetzt gehe ich raus? Also der Schritt in die Selbstständigkeit war schon geplant, wo ich eigentlich noch im Kindergarten war. Geplant. Es war geplant. Aber noch nicht richtig umgesetzt. Ja? Und durch das, dass es mir einfach nicht gut ging, habe ich mir so gedacht, okay, ich nehme jetzt so ein Jahr Auszeit. Habe es auch meinem Umfeld so kommuniziert, dass ich im Kindergarten ein Jahr Auszeit nehme, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, ich habe gekündigt. Es war auch so, ich wollte eigentlich Auszeit nehmen und ein Jahr einfach Sonderurlaub nehmen, aber das ging nicht. Und so habe ich es nach außen kommuniziert. Und ich wollte einfach in dem Jahr einfach noch mehr zu mir kommen, mehr herausfinden, was ich will. Wie gesagt, da ist das Ayurveda dann gemacht worden. Das war dann die Ausbildung der Selbstheilungstechniken. Und ja, ich war daheim und habe natürlich auch gemerkt, dass ich trotzdem, dass ich mehr Zeit hatte, von irgendwas getrieben wurde. Also irgendwas Unterbewusstes hat mich immer... Ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, ja, jetzt was muss ich machen? Ja. Es war wirklich krass, das zu beobachten. Ich habe das richtig gelernt, zu beobachten, mich selber. Was geht hier vor? Ja. Und dieses Getriebenwerden habe ich dann so ein bisschen zurückverfolgt, woran das liegen kann, was hier eigentlich vor sich geht. Und bin so in meine Kindheit zurückgegangen, was ich so in daheim im Elternhaus erlebt habe, und da bin ich auch fündig geworden. Glaube ich wenigstens, dass ich fündig geworden bin. Also meine Mutter war immer so ein Mensch, wo immer in Action war, immer in Bewegung, es gab immer zu tun. Also die waren auch, meine Eltern waren selbstständig, hatten deswegen auch recht viel zu tun.
Und ich habe mir damals schon als Kind, weiß ich aber, gedacht, ich möchte so ein Leben mal nicht haben, wo ich so viel um die Ohren habe. Das weiß ich jetzt noch, dass ich mir das immer wieder gedacht habe. Aber denke ich mir, ich habe das irgendwie unterbewusst total übernommen. Und ich weiß auch noch, als Kind hat es immer geheißen, ja, ich war so die Fleißige, also wir sind zwei Schwestern. Ich bin die Fleißige und meine Schwester war so ein bisschen der Rebell. Ja, die hat sich immer ein bisschen aufgelehnt. Und dieses Fleißigsein, was mir da immer auch dann, naja, ich bin die Fleißige, das ist mir so irgendwo richtig ins Unterbewusstsein. Und ich habe als erwachsener Mensch dann auch gedacht, ich muss immer fleißig sein, ja. Ich muss immer was tun. Ja? Ja. Damals als Kind habe ich nur gedacht, oh, meine Schwester, die könnte ja auch nur ein bisschen, wenn sie was macht, dann hätte sie ihre Ruhe, weil die hätte eher eine, ja. Für mich war es so, ich habe es getan, dann habe ich für mich gedacht, okay, ich habe meine Ruhe. Aber im Nachhinein ist es wirklich so, ich habe dieses Verhalten wahrscheinlich von meiner Mutter einfach einen Teil übernommen. Und nicht so reingerutscht. Ja. Und jetzt hast du es erkannt, verändert und bist ja jetzt selbstständig, Unternehmerin heute. Hast du auch eine eigene Gruppe? Vielleicht magst du sie auch ganz kurz nennen, weil für den einen oder anderen kann das auch interessant sein, zu dir zu kommen in die Gruppe. Und wie unterstützt du heute die Menschen? Was bietest du an? Welche Lösungen gibst du? Ja, genau. Also ich habe eine Facebook-Gruppe jetzt gegründet, die heißt Forever Young, Jung bleiben, jung werden. Weil zu diesem Thema muss ich auch was sagen, weil dieses Thema jung bleiben, weil ich da schon als Kind oder als Jugendliche war dieses Thema mir wichtig. Ich weiß gar nicht warum, wieso, weshalb, aber ich habe mir wirklich die Leute um mich herum angeschaut und habe gedacht, was passiert hier eigentlich? Warum verändern sich die Menschen im Alter so stark? War mir wirklich so unangenehm, warum? Alles ist so toll eigentlich eingerichtet in der Natur, aber die Menschen verändern sich echt extrem. Ja. Und dieses Thema kam jetzt einfach mit der Ausbildung, mit dem vielen Lesen, kam einfach zum Vorschein. Ich habe erkannt, dass man hier sehr viel tun kann in diesem Bereich. Vielleicht, wenn du sagst, du hast erkannt, dass man hier sehr viel tun kann, hast du für unsere Zuhörerinnen drei ganz praktische Tipps so aus deiner Praxis raus. Was kann man denn tun, damit man auf Dauer jung bleibt? Ja, ganz klar habe ich Tipps. Also auf jeden Fall sagen jetzt die Leute wahrscheinlich, es ist jetzt nichts Besonderes, aber Wasser trinken ist der erste. Ja. Wasser, 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 es reinigt uns. Unsere Zellen reinigt unseren Körper. Und ich beobachte auch, dass ganz viele Menschen das nicht tun. Ja? Vor allem ältere Menschen. Und das ist ein Grund, man trocknet richtig aus. Also Wasser trinken. Das zweite wäre auch Ernährung. Also Ernährung ist ein Megafaktor dabei. Was esse ich? Da ist natürlich, ich befürworte die basenüberschüssige Ernährung. Das kann man in jedwelche Ernährungsformen hat, kann man das eigentlich integrieren, ob man Fleisch isst oder nicht, oder ob man Vegetarier isst, ja. Basenüberschüssig, dass man unserem Körper einfach viel Basen zuführt. Und das ist natürlich Obst, Gemüse, Kräuter, Salate. Das sollten die Hauptbestandteile sein von unserer Ernährung. Ja, und der dritte Punkt, also einfach vielleicht so die drei Säulen der Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Entspannung, dass man da einfach täglich vielleicht guckt, was mache ich da daran. Ja, also Ernährung habe ich schon mal gesagt, dass sich täglich bewegt. Bewegung ist eigentlich so wichtig, weil man einfach den Impuls, wenn man sich nicht bewegt, ist da nichts in Bewegung. Ja. Ja, und wie du gerade sagst, Hilde, es ist ja diese drei Punkte, die du so als praktische Tipps mitgibst. Ja, natürlich kennen die meisten Menschen das, aber kennen und tun sind immer noch zwei Paar Stiefel. Ja. Also Wasser trinken, ich glaube, Wissen tut es an sich jeder, aber der Punkt ist auch, und das habe ich auf der Weltreise erlebt, vielerorts gibt es einfach auch nur stilles Wasser. Bei uns in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ist ganz oft dieses Sprudelwasser, wo man gar nicht so viel trinken kann davon. Ja. Also all das sind Sachen, oder wenn wir einfach schauen im Supermarkt, wie viele andere Getränke es sind und was die Menschen, wenn man genau hinschaut, sich aufschreiben, was man trinkt, dann ist es oftmals mehr anderes wie tatsächlich das Wasser. Und das Ernährung, dieses Basenüberschüssige, das wird ja sowieso schon mal nicht gelernt in der, ich sage jetzt mal, von der Schule, vom Elternhaus her, in der Regel sind ja diese Ernährungsformen, die in der deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen werden, nicht wirklich gesundheitsfördernd. Ja. Also das ist ja so der zweite Punkt. Aber viele wissen schon, aber
das Umsetzen. Und auch der dritte Punkt der Bewegung ist dasselbe in Grün. Und ich glaube, dass wie wichtig ist auch diese persönliche Begleitung. Und das bietest du ja auch an, dass wirklich Menschen persönlich begleitet waren. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Ja. Also ich habe in diesem Jahr, wo ich dann praktisch freigestellt war und eine Zeit hatte, habe ich investiert und habe eigentlich ein Gesundheitsprogramm, ein Verjüngungsprogramm, sag mal so. Ich nenne das jetzt ein bisschen Verjüngungsprogramm, weil mein Fokus wirklich drauf liegt, die Menschen einfach da bewusst zu machen. Also ich habe so ein Programm entwickelt, wo ich einfach die Ernährung wird umgestellt, also auf Alternativen einfach suchen. Und die Alternativen sind wirklich lecker. Ja, also es gibt Rezepte dazu. Mir ist die Hautpflege sehr wichtig. Also ich habe so verschiedene Module, wo da das beinhaltet. Die Hautpflege kommt darin vor. Mindset-Veränderungen, einfach damit wir unseren Geist, unsere Gedanken mitnehmen in diese Veränderung. Absolut. Weil mit dem Jungwerden ist auch so, also ich sehe das jetzt in meinen Bekannten, ja, ich bin 54 Jahre alt. Da wird, in meinem Alter und lauter so Sachen. Also wir können sowas nicht unterhalten. Das habe ich schon vor Jahren, wo ich noch nicht einmal, wo es noch gar nichts mit Alter zu tun hatte, wollte ich nicht hören, ja. Und mit mir kann man sich, man programmiert sich schon darauf. Ja. Da möchte ich einfach durch die Mindset-Veränderungen einfach bewusst machen den Leuten. Und das Tolle ist, in meiner Gruppe sind jetzt wirklich Leute dabei, wo sich auch aktiv beteiligen. Und sich da auskennen ein bisschen und das auch glauben, dass es möglich ist, ja? Ja. Genau. Also dann ist ein Modul Lebensenergie Plus. Also ich habe auch ayurvedische Sachen mit reingenommen. Ich habe zum Beispiel Pranayama, habe ich das genannt, Lebensenergie Plus. Dann, das würde starten mit einer Beauty-Power-Kur, also Also in der Art ganzheitlich. Mir war das wichtig, dass einfach ganzheitlich hier was gemacht wird. Ich glaube, das ist so wichtig, dass du es ansprichst, dass es wirklich so dieses Umfassende und dieses Ganzheitliche ist und nicht nur dieses Extreme, wie es oftmals auch im Ernährungsbereich ja zu finden ist. Ja, da jemand, der jetzt nur vegan oder nur vegetarisch oder nur egal was oft unterwegs ist. Aber es geht wirklich ja um den ganzen Menschen. Und da ist das ist mehr wie nur Ernährung. Das ist ein Punkt davon, ein wichtiger. Und das finde ich so schön. Und du begleitest ja auch persönlich dadurch. Genau, also dieses mein Programm, was ich entwickelt habe, ich habe auch durch die, ich habe ja Beratungen auch schon gemacht. Also hier daheim bei mir, ich habe aber ich habe gemerkt, am Anfang habe ich so gemacht, dass die Leute kommen, kriegen einen Ernährungsplan, kommen dann vielleicht noch ein oder zweimal und dann hat es sich erledigt. Und es funktioniert einfach nicht, weil der Mensch nicht dran bleibt. Das ist wirklich, also ist nicht sinnvoll. Es ist nicht befriedigend, es ist für die Leute nicht befriedigend, weil man einfach nicht am Ball bleibt. Und dass Ernährung nicht allein mal umstellen kann, das habe ich an mir selber gemerkt, dass das alleine nicht die Lösung ist. Deswegen das ganzheitliche Programm. Sehr schön. Ganz lieben Dank, Hilde, dass du uns da so ein bisschen einen Einblick gegeben hast, wie es dazu kam, dass sich bei dir was verändert hat, weil das ist ja immer so dieser Punkt, jeder von uns hat ja so die Punkte und die Seiten, wo es nicht so läuft und es ist gut so, weil die uns oftmals wachrütteln und dann aber sich zu trauen, den Weg neu einzuschlagen, sich neu aufzustellen, sich neu zu orientieren und den Weg zu gehen und man spürt ja bei dir jetzt, wie dich dein Thema so einfach auch begeistert und du Menschen hier wirklich helfen kannst, dass sie sich verjüngen, dass es ihnen besser geht und das ist was ganz, ganz Schönes. Dazu kann ich ganz kurz noch was sagen und zwar dazu, also Leute, wo krank sind, die möchte ich einfach inspirieren oder einfach motivieren, die Krankheit als Zeichen zu sehen. Im Nachhinein, also nach jedem Abwärtsgang, sage ich mal so, hat sich irgendwas verändert gehabt und ich habe viel mehr mitgenommen. Also jetzt, wenn ich zurückblicke, ich habe so viel gelernt dadurch, dass es eigentlich das Positive überwiegt jetzt einfach. Ja? Mut haben, einfach was suchen für sich, was nicht kommt daraus. Also das kann ich nur unterstreichen, weil ich hatte ja vor Jahren mal die Ausbildung gemacht im Bereich Orthomolekularmedizin und ich fand ich auch total spannend, die Gesamtzusammenhänge Magen, Darm, Herz, Kreislauf, auch Ernährungsausbildung etc. Aber die Erkrankung, als ich dann selber Krebs hatte und mich selber damit beschäftigt habe und es als Zeichen gesehen habe, wie du das so schön sagst, das ist was ganz anderes nochmal. Wir müssen aber nicht warten. Ja, wenn jemand noch gesund ist, darf er schon vorher was tun. Aber wenn man krank ist, ist wirklich so anzusehen als, als Hinweis des Lebens, etwas zu verändern, etwas neu zu gestalten, etwas zu verwandeln und dann ein Leben in Fülle führen zu können, ein erfülltes.
Ganz lieben Dank an der Stelle. Magst du uns einen letzten Tipp mit auf den Weg geben? Was magst du unseren Hörerinnen, unseren Zuschauerinnen mitgeben? Was du sagst, was wäre dir, liegt dir ganz besonders am Herzen? Also was ich jetzt auf den Weg geben kann, was für mich einfach lebensverändernd war, ist, dass ich erkannt habe, dass ich nicht meine Gedanken bin. Du bist nicht deine Gedanken. Also ich habe immer gedacht, meine Gedanken kommen, ich muss die annehmen, muss die durchdenken und muss hier praktisch so eine Schleife draus machen, alles tausendmal durchspielen. Du bist nicht deine Gedanken. Das war für mich so wertvoll zu erkennen, ich kann was anderes denken, ja? Genau, das ist so mein Tipp an die Menschen. Durchaus die Gedanken mal loszulassen, die ja nicht weiterbringen und hineinzugehen in neue Gedanken, die das Leben verändern, verwandeln können und wirklich. Noch was vielleicht, also was jetzt für mich auch, also das eine, du bist nicht deine Gedanken und was mir jetzt halt einfällt und was wirklich auch, das Leben im Jetzt, ja. Mhm. Ich habe nach dem Jahr, wo ich daheim war, musste ich wirklich, weil ich so im Außen schon war, so außen. Mhm. Habe irgendwie meinen Körper nicht richtig bewohnt, sage ich jetzt mal so. Ja. Musste wieder zurückfinden und habe begonnen, wirklich alles, was ich genommen, ob ich einen Kuli genommen habe, alles bewusst, ja, musste das so machen und bin heute noch dran, richtig zu spüren, meine Füße, mein Körper, wo ich sitze. Also das waren so die Tools, wo mich auch rausgebracht haben, ja. Vom religiösen Hintergrund, oder heute wird es in der Psychologie auch genannt, ist das Thema der Achtsamkeit. Ganz ja. Genau. Ja. Wer das kennt, es waren so diese Themen im Kloster auch, die wir, ich sage jetzt mal so als Grundlage auch mitbekommen haben und es so wichtig und wertvoll ist in der heutigen Zeit. Und wie du sagst, wir das auch wieder lernen können und dürfen, weil wir ganz anders die Dinge dann wahrnehmen. Ja, ja, ich sage jetzt ganz lieben Dank für dieses Interview heute, für deine Zeit und für euch, die ihr euch das anhört, anschaut, meldet euch gerne bei der Hilde. Wir werden ihre Seite unten noch verlinken und dann kannst du gerne auch mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch einen traumhaft schönen Tag und ich wünsche dir den Mut und die Kraft, dein Leben zu verwandeln, zu verändern, wahrzunehmen, wenn etwas nicht mehr stimmig ist und nicht nur wahrzunehmen, sondern dir jemand zu suchen, der dir helfen kann, der dich begleitet auf dem Weg, wie du dein Leben verändern kannst, sodass du wirklich deines lebst. Ich wünsche dir einen wunderschönen, einen glücklichen, erfüllten Tag, ein wunderbares Leben. Deine Amata, liebe Grüße. Amata, ich danke dir von Herzen. Hat mir richtig Spaß gemacht und